So, servus miteinander. Ich fasse jetzt mal gleich zum Anfang die letzten paar Stunden zusammen. Ich bin heute um 3:15 in der Früh aufgestanden, zum Flughafen gefahren, nach Spanien geflogen. Dann habe ich mir kurz vorm Wasser noch schnell eine Fanta und zwei so Pizzaschnitten reingedroschen, dass ich nicht mehr ganz mehr am Morgen fahre. Dann komme ich jetzt da ans Wasser und es ist ja so, wie es also die Pegelstände im Internet schon prophezeit haben, es ist super Niedrigwasser, alles klar. Soweit ich jetzt gesehen habe, halten sie die Fische nicht in die Runs auf, sondern sie tummeln sie alle da im tiefen, ganz, ganz, ganz ruhigen Wasser und patrouillieren da umeinander. Jetzt versuchen wir mal unser Glück. Ich bin ein paar Tage da. Und dann schauen wir einfach, was der Tag so bringt. Aha, gibt's ja wohl nicht, oder? Ist nicht einmal eine schlechte. Also, es ist auf jeden Fall eine schöne. Ja, da haben wir mal irgendein schönes Viecherl und da schwimmen Fische umeinander. Okay, das ist ein großer Fisch. Er Spitzel abgeschnitten, wahrscheinlich weil da vorne die Kante ist. Und da ist er lang geschrammelt. Ruzifix! Ich fische ja von der Flugschnur. 3 Meter gezogenes Vorfach zum Pizzenbauerring. Die Dicke vom Vorfach beim Pizzenbauerring ist 0,25. Und das ist abgerissen bzw. abgeschnitten. Und zwar, da bin ich mir ziemlich sicher, da vorne, da geht so ein. Ja, geht also eine ziemliche Kanten und da wird der Fisch ins Tief gezogen sein. Und dann hat die Starkanten die Schnur durchgeschaut. Ah, da ist eine. Das ist jetzt nicht die romantischste Stelle, aber es ist ein Fisch. So, guten Morgen, Tag 2. Es ist jetzt ungefähr 7 in der Früh. Ihr seht es vielleicht an der Scheibe hinter mir. Es ringt. Gewitter. Um 7 in der Früh, das kann man natürlich ganz, ganz gut brauchen. Wobei es natürlich schon so ist, dass das Wetter bestimmt einige abhalten wird. Nur dazu, weil heute einiges an Wind angesagt ist. Und ja, ich harre mal der Dinge. Bleib kurz noch hocken, schau, was das wieder so macht, lass das Gewitter vorbeiziehen und dann schmeiße ich mir mal in die Warthose und schauen wir, was geht. Sodele, aus dem Auto raus und was sagt man? Braune Brühe, aber das ist nicht so schlimm, wenn ich da vorne schaue, da wird schon wieder klar, das ist also nicht das Hauptwasser, was da drüben ist oder braun, sondern das ist halt das, was von den Feldern ringsherum reinfließt, weil es da halt auch schon lang nicht mehr geringt hat und dann fließt es natürlich von die Feder direkt ab. Alter! Habt ihr das gesehen? Ho, ho, ho.
Oh, jetzt haben wir's. Kescher, Kescher, Kescher. Die müssen wir jetzt gleich keschern. Die, wenn kommt, die muss drin sein. Sonst haben wir verloren. Uhu. Und weg ist er. Alleck. Was für ein kurzer, aber intensiver Fight. Wahnsinnsfisch. Ich glaube fast, ihr habt den Drill gar nicht mitgerückt, weil die Kamera angelaufen ist, so wie es jetzt auch schon wieder anfängt zum Anlaufen. Ist einfach so eine brutal hohe Luftfeuchtigkeit. Was für ein Fisch. Gleich schauen, dass er nicht oben geht. Gleich schauen. Kescher bereit halten. Hoppa. Jawohl. It's raining in Spaining. Ja, Wahnsinn, untypisches Wetter, aber gut, so ist es. Es ist so, wie es ist. Es hat jetzt gerade aufgehört, beziehungsweise es tröpfelt nur noch ganz leicht. Wärmer ist es geworden, ich habe mir die Jacken ausgezogen. Und wenn ich hinter mir so schaue, Wasserpegel ist rapide gesunken und es ist klar. Jetzt werde ich noch, ich schätze mal, ein paar Mal mit dem Streamer reinpfeffern und schauen, ob einer draufknallt. Aber ansonsten, glaube ich, sind die Verhältnisse jetzt so, die Fische sind so schlau, da wird keiner mehr leicht auf den Streamer gehen. Schauen wir mal. Für den Fall, dass ich schon wieder nicht aufgenommen habe, da ist der Fisch. Gehen wir wieder zurück. Es tut mir total leid, dass ich schon wieder einen Drill verkackt habe und dass ihr nicht teilnehmen haben könnt, aber so ist es. Ich habe einfach nicht drauf gedruckt, was soll man machen. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob da nicht da drüben. Ja. Ah, und oben. Hey, die Witzka in dem gleichen Loch wieder an der. Links neben dem Stuhl ist gestanden. Ha. Gesehen habe ich es nicht. Und oben ist. So, jetzt bin ich da eigentlich am gleichen Fluss, aber 150 Kilometer weiter in die Berg drin. Also es ist mit Sicherheit nach Barcelona weiter als nach Frankreich. Und ja, was soll man sagen, Niederschläge sind halt da und es ist halt einfach braun wie eingeschissen. Das muss man einfach mal so sagen. Schade, 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 weil es schaut echt gut aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht, weil der Regen hat aufgehört und natürlich, jetzt kommt der Wind. Wie soll es auch anders sein? Und hier, das ist eine richtige Hänge-Wackelbrücke. Vielleicht sieht man das. Und da hinten auf dem Berg liegt Schnee. Natürlich, Spanien. Natürlich Schnee. Und so beschissen braun ist es gar nicht, wie man das sieht. Jetzt habe ich mal da so einen ruhigen Bereich gefunden. Da wirf ich jetzt einfach mal rein und schau, ob da vielleicht einer kommt.
Oh, die waren auf jeden Fall nicht schlecht. Die kommt noch mal. Ja. Also Blick, oder? Fischchen mit Schnee im Hintergrund. Adios. Oh, da ist Quinn. Habt ihr es gesehen? Kommt noch mal bestimmt. Kriegt es nicht. Oh, ich komm da aber nochmal. Da ist. Hat einen drin gehabt, hat einen Haken gespürt. Jetzt. Und oben. Ah, und im Baum rein. Jawohl. Da ist scheißegal, ob der Fisch hängen bleibt oder nicht. Schaut euch einen Ausblick an. Unglaublich. Da quatschen immer alle von Freiheit und von Rechten, aber sitzen dann auf der Couch, ne? Obwohl wir alle, naja, nicht alle, aber in gewissem Maße die Möglichkeit haben, solche Abenteuer zu erleben. Ob nun sowas oder in abgewandelter Form, ob nun kleine Abenteuer oder große Abenteuer, aber die Freiheit, die müssen wir uns einfach selber nehmen. Guten Morgen miteinander. Ich bin wieder auf dem Weg, oder fast schon da, in die Berg. Temperatur 4 Grad. Ich habe auch schon ein bisschen Schnee in so manche Ecken links hängen. Also ich bin gespannt. Aber was Hoffnung macht, ist, jetzt oder die letzte Brücke, über die ich drüber gefahren bin, da scheint der Fluss klarer zu sein als gestern. Die Wassermenge ist laut Pegelstand gleich, wobei man das nicht so hundertprozentig sagen kann, weil da so viel Dutzend Nebenflüsschen von den Berg runterrinnen und einrinnen, und das ist alles nicht recht aussagekräftig mit den Pegelständen. Das ist ein grober Anhaltspunkt, aber sicher kann man das anhand von den Pegelständen nicht sagen. Aber jetzt fahren wir erst einmal hin, schauen wir rein ins Wasser und dann sehen wir weiter. Schauen wir mal. Oh. Kruzifix. Das war ein anderer Fisch, aber das ist ein Fisch. Gut. Ich kann den Fisch nur an der Stelle landen. Das heißt, es ist ganz gut, dass da fast keine Strömung ist. Zumindest fast. Es sind alles Satzfisch. Muss ja nichts heißen, aber es ist eine Feststellung. So, jetzt ist Pause. Jetzt gibt es was zum Futtern aus zwei Welten: Wasser und Land. Und weil da so Leute oder die Kommune so nett waren und haben da Grills hingestellt, gibt es heute was vom Holzkohlegrill.
natürlich schon gaudig gemacht, gell? Und sehen tue ich den Fisch jetzt auch nicht mehr. Aber da ist er. Schauen wir weiter. Ist auch kein schlechter Bereich. Da die Strömung rauskommt. Und da ist einer dran. Aber wie ist der da nicht gekommen? Aufsteiger. Ah, jetzt ist schon wieder soweit. Der Niederschlag rollt an. Das ist eigentlich was den Trip jetzt nach Spanien da geprägt hat. Viel Regen, wo normalerweise keiner ist. Ungewöhnliche Flusspegel und Flusszustände, also mit der Sichtigkeit. Wobei man wieder mal gemerkt hat, es ist nicht immer scheiße, wenn es scheiße ist. Also ich habe ja speziell an dem Fluss hervorragend gefangen mit Streamer, alles ist total trieb war. Und heute schon auch, aber eher mau. Das heißt, manchmal läuft es an Traumtagen beschissen und manchmal halten so vermeintliche schlechte Tage richtige Überraschungen bereit. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Servus.